Ja, vielen Dank, Herr Kollege Rock. Für die Fraktion DIE LINKE spricht deren Vorsitzende, die Kollegin Wissler. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Schulen und Kitas sind geschlossen, Grundrechte teilweise außer Kraft gesetzt, Restaurants, Theater und Kinos zu, die Grenzen dicht. Nach draußen darf man nur noch alleine oder zu zweit. Veranstaltungen sind abgesagt, Millionen Menschen bangen um ihre Existenz, der Flugverkehr ist nahezu eingestellt, das gesamte öffentliche Leben kommt nach und nach zum Erliegen, und das weltweit. All das wäre vor zwei Wochen noch unvorstellbar gewesen. Niemand von uns hat eine derartige Situation bisher erlebt, und die globalen Folgen sind nicht absehbar. Wie verheerend die Folgen der Ausweitung des Coronavirus sein können, sehen wir in Italien. Die Berichte und Bilder von dort schockieren. Und sie mahnen, alles zu tun, um diejenigen zu schützen, für die das Virus lebensgefährlich ist. Wir müssen die Infektionskurve abflachen, um Leben zu retten. Diese Krise erfordert vor allem eins: Solidarität. Solidarität mit jenen, die diese Krise besonders hart trifft, gesundheitlich, finanziell und persönlich. Und Solidarität und Dank gilt zuvorderst den Menschen, auf deren Rücken diese Krise besonders lastet, den Beschäftigten in der Pflege und im Gesundheitsbereich, im Lebensmitteleinzelhandel, in den Kitas und Schulen, in der Logistik, bei Liefer- und Paketdiensten, den Busfahrern und vielen anderen an unverzichtbaren Stellen. Plötzlich werden diejenigen als systemrelevant anerkannt, die vorher vielfach als niedrig qualifiziert galten, die viel zu wenig gesellschaftliche Wertschätzung erfuhren und die oft mit mageren Löhnen abgespeist wurden. Jetzt erst merken wir, welchen Beitrag all diese Menschen, zu einem großen Teil Frauen, jeden Tag für diese Gesellschaft leisten. Hören wir ihnen zu. Und ich will an dieser Stelle die Supermarktangestellte Farina Kerekes zitieren, die im ZDF sagte, viele von meinen Kolleginnen und Kollegen verdienen Mindestlohn. Das finde ich nicht in Ordnung. Sie landen später in der Altersarmut, obwohl sie hart gearbeitet haben. Was ich mir wünschen würde, ist, dass die Tarifverträge im Einzelhandel wieder allgemein verbindlich werden und alle Unternehmen nach Tarif bezahlen müssen. Ja, es ist gut, dass diese Menschen von den Balkonen beklatscht werden. Und es ist gut, dass sie Dank und Anerkennung in vielen Reden erfahren. Aber noch wichtiger ist, dass wir uns auch nach der Krise an diese Menschen erinnern, ihnen zuhören und sie wertschätzen. Nicht durch warme Worte, sondern durch gute Löhne und Arbeitsbedingungen. Denn warme Worte werden auch in Zukunft keine Rechnungen bezahlen. Auch die Menschen im Gesundheitssektor haben schon vor der Krise im Normalbetrieb unter enorm schwierigen Arbeitsbedingungen gelitten. Wir unterstützen die Appelle der Bundesregierung und der Landesregierung, an die Bevölkerung zu Hause zu bleiben und soziale Kontakte mit anderen Menschen zu vermeiden. Und wir hoffen, dass die Menschen das ernster nehmen als die Regierungen, die eindringlichen Appelle der Pflegekräfte, die schon seit Jahren um Hilfe rufen. Leider wurden sie viel zu lange ignoriert. Pflegekräfte schlagen Alarm. Nein, das ist keine Meldung von heute. Seit Jahren haben Beschäftigte auf den Pflegenotstand hingewiesen, gerade auch auf den Intensivstationen. Mehr von uns ist besser für alle. Unter diesem Motto kämpfen Pflegekräfte und die Gewerkschaft Verdi seit Jahren für bessere Bedingungen, für Entlastungen, für Personalmindeststandards. 150.000 haben dafür vor ein paar Jahren in Berlin demonstriert. Und jetzt sehen wir doch, wie problematisch es ist, ein Gesundheitssystem neoliberal auf Kante zu nähen. Die Bertelsmann-Stiftung hat noch im letzten Sommer gefordert, angebliche Überkapazitäten in den Kliniken abzubauen und 800 der 1.400 Kliniken in Deutschland zu schließen. Ja, und auch in Hessen wurden Krankenhäuser infrage gestellt oder geschlossen, etwa in Lindenfels, in Bad Schwalbach oder Wolfhagen. Die mangelnden Investitionen in Krankenhäuser, die Privatisierung und die Einführung der Fallpauschalen, die rächen sich. Und das zeigt doch das Beispiel, wenn das privatisierte Uniklinikum Gießen und Marburg erst nicht bereit war, in dieser Situation auf die lukrativen elektiven Eingriffe zu verzichten, um Betten freizumachen.
Die Ökonomisierung des Gesundheitssystems hat dazu geführt, dass Krankenhäuser wirtschaftlich arbeiten müssen, und das ging auf Kosten der Patienten und der Beschäftigten. Und deshalb sollten wir in dieser Krise und jetzt private und privatisierte Kliniken kurzfristig unter öffentliche Aufsicht stellen, die Fallpauschalen aussetzen, und die Betriebskosten der Krankenhäuser sollten zunächst durch das Land übernommen werden. Grundsätzlich sollten wir das Gesundheitswesen wieder öffentlich organisieren. Und wir müssen jetzt die Beschäftigten im Gesundheitswesen von nicht unbedingt notwendigen Arbeiten entlasten. Wir müssen ausgeschiedene Pflegekräfte aufrufen, zumindest kurzzeitig wieder in ihren Beruf zurückzukehren. Und wir schlagen vor, allen Pflegekräften einen Zuschuss zu zahlen, als Anerkennung für ihre wichtige Arbeit. Nach dieser Krise brauchen wir eine Fachkräfteoffensive im Gesundheitswesen. Wir brauchen eine dauerhafte Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die Abschaffung der Fallpauschalen, weg vom privatwirtschaftlichen Gesundheitswesen, das auf Gewinne und Profit getrimmt wurde. Und zum Gesundheitswesen, meine Damen und Herren, gehören auch die vielen Heilberufe, die jetzt dringend Überbrückungshilfen als Zuschüsse brauchen. Einige Ausbildungsstätten haben große Probleme, gerade die praktische Ausbildung durchzuführen. Auch hier muss es unbürokratische Lösungen geben, die einen erfolgreichen Ausbildungsabschluss garantieren, sonst fehlen weitere Fachkräfte. Ja, und es ist absolut richtig, dass die Kliniken jetzt finanziell gestärkt werden sollen. Die geplanten Maßnahmen reichen aus unserer Sicht noch nicht aus, denn die Kliniken stehen mit dem Rücken zur Wand. Und unverständlich ist aus unserer Sicht, warum der gesamte ambulante Bereich weiter unter dem Radar bleibt. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte in ihren Praxen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Testzentren, die therapeutischen Heilberufe und der gesamte Bereich der häuslichen Pflege werden aus unserer Sicht noch zu wenig berücksichtigt bei der Versorgung mit Schutzkleidung und auch bei der finanziellen Entlastung. Und da erreichen uns jeden Tag zahlreiche Hilferufe aus dem ambulanten Bereich, die vor einem medizinischen Fiasko warnen. Denn ein Zusammenbruch der ambulanten Versorgungsstrukturen führt unweigerlich zu einer Überlastung der hessischen Krankenhäuser. Und ich finde, hier muss das Land und auch der Bund dringend aktiv werden, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich finde gut und richtig, was Kanzlerin Merkel in ihrer Fernsehansprache gesagt hat. Und ja, auch ihr Duktus unterscheidet sich wohltuend von anderen. Die Kanzlerin hat die Verantwortung aller appelliert. Und ja, wir tragen alle Verantwortung. Aber die Handlungsspielräume, die sind unterschiedlich. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie nicht nur an alle Menschen gleichermaßen appelliert hätte, sondern auch konkrete Erwartungen und Forderungen an Unternehmen, an Arbeitgeber und an Vermieter formuliert hätte. Weil nicht alle Menschen frei entscheiden können, ob sie zu Hause bleiben oder nicht. Die Arbeitgeber und erst recht jene, die nun finanzielle Unterstützung aus Steuermitteln erhalten, sind gefordert, Kündigungen zu unterlassen, ihre Beschäftigten bestmöglich zu schützen und, wenn möglich, sie in Heimarbeit oder einfach nach Hause zu schicken. Noch immer gehen Menschen täglich in Großraumbüros, in die Großraumbüros, in die Fertigungshallen oder ins Callcenter. Und in vielen Fällen ist diese Arbeit eine unnötige Gefährdung. Vermieter, insbesondere die großen Immobilienkonzerne und öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, sollten notfalls auch verpflichtet werden, Mietern, die von finanziellen Einbußen betroffen sind, Mietstundungen, Mieterlasse und Mietsenkungen zu gewähren. Zwangsräumungen und Kündigungen müssen ausgeschlossen sein. Auf Bundesebene werden ja aktuell schon Schritte in diese Richtung unternommen. In Frankfurt hat die Städtische Wohnungsbaugesellschaft ABG bekannt gegeben, Kündigungen auszusetzen und vorerst auf Mieterhöhungen zu verzichten. Und ich finde, das sollte sich auch die Nassauische Heimstätte und die GWH zum Vorbild nehmen, meine Damen und Herren. Und auch die Stromversorger müssen alle Stromsperren in dieser Situation sofort aufheben. Ja, viele Menschen machen sich Sorgen um ihre ökonomische Existenz. Und deswegen brauchen wir konkrete Sofortmaßnahmen wie die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes auf mindestens 90%. Der Hartz-IV-Regelsatz muss sofort um 200 € erhöht werden, weil viele Menschen sind auf Tafel angewiesen gewesen, was ohnehin ein sozialpolitisches Armutszeugnis ist, aber jetzt vielerorts noch wegfällt. Alle Hartz-IV-Sanktionen müssen ausgesetzt werden und die Bezugsdauer des Arbeitslosengeld I verlängert werden.
Und ja, wir brauchen so etwas wie ein Pandemie-Überbrückungsgeld, das die Existenz von Kleingewerbetreibenden, von Freiberuflern, von Kulturschaffenden, von Taxifahrern, von entlassenen 400-Euro-Kräften aus der Gastronomie und vielen, vielen anderen sichert. Und der BAföG-Bezug Und auch der BAföG-Bezug muss für alle Studierenden, die ihre Prüfungen aufgrund der derzeitigen Situation nicht machen können und ein Semester verlieren, unbedingt verlängert werden. Wir müssen an die Obdachlosen denken. Die brauchen eine Unterbringung und Hilfsangebote. Ebenso wie die Flüchtlinge in den Gemeinschaftsunterkünften, die natürlich besonders gefährdet sind vor Ansteckung. Und für Menschen ohne sicheren Aufenthaltsstatus in diesem Land muss gelten, sofortige Aussetzung aller Abschiebungen, meine Damen und Herren. Und auch in diesen Zeiten dürfen wir die Welt um uns herum nicht vergessen. In den Flüchtlingslagern an den EU-Außengrenzen wie in Griechenland sind die hygienischen Bedingungen dramatisch, insbesondere für Kinder und Kranke. Kinder und Kranke, die in Zelten zusammengepfercht leben. Bund und Länder müssen auch hier ihrer Verantwortung nachkommen und mehr Flüchtlinge aufnehmen, etwa durch ein Landesaufnahmeprogramm, gerade und trotz dieser Situation, meine Damen und Herren. Wir werden heute die Schuldenbremse aussetzen und Ausgaben in Milliardenhöhe beschließen. Dabei und beim Nachtragshaushalt hat die Landesregierung unsere Zustimmung. Durch die großen Herausforderungen im Gesundheits- und Sozialsystem für die Wirtschaft und für die Menschenexistenznot ist es richtig, die Schuldenbremse außer Kraft zu setzen. Unsere grundsätzliche Haltung dazu kennen Sie. Wir haben die Schuldenbremse abgelehnt, weil wir glauben, dass das Dogma der schwarzen Null zu einer massiven Unterfinanzierung in vielen Bereichen geführt hat, die soziale Ungleichheit verschärft und dringend notwendige Investitionen verhindert hat. Wir werden heute dem Nachtragshaushalt zustimmen und selbstverständlich auch der Aussetzung der Schuldenbremse. Ich möchte mich an der Stelle bedanken für die gute Zusammenarbeit in den letzten Tagen, für die Informationen und auch für die Abstimmung zwischen Landesregierung und den Fraktionsvorsitzenden. Vielen Dank dafür. Meine Damen und Herren, auch wenn es uns schon viel länger vorkommt, nicht einmal zwei Wochen ist es her, dass öffentlich diskutiert wurde, Geisterspiele im Fußball, ja oder nein? Und jetzt diskutieren wir bundesweit über die Frage Ausgangssperre, Ausgangsbeschränkungen, ja oder nein? Und ich finde, daran zeigt sich, wie schnell und wie dramatisch sich die Lage zugespitzt hat. Es geht um grundlegende Fragen der Einschränkung von Freiheits- und Grundrechten. Ausgangssperren oder Ausgangsbeschränkungen sind ein enormer Eingriff in die Freiheit des Einzelnen. Und andererseits läuft das Arbeitsleben vielerorts noch ganz normal weiter, auch in nicht systemrelevanten Bereichen. Während ein Elternteil mit den Kindern zu Hause bleiben muss, arbeitet der andere weiter. Wir erleben gerade eine Diskrepanz zwischen den erheblichen Einschränkungen der persönlichen Freiheit und einer weitgehenden Nichtregulierung des Erwerbslebens. Die Kontaktsperre endet an den Betriebstoren. Und das ist in vielen Bereichen ausdrücklich notwendig, aber in anderen nicht. Deswegen müssen wir auch darüber reden, ob Betriebe notfalls zwangsweise geschlossen werden, wie das in Italien gerade passiert, um unnötige Sozialkontakte zu vermeiden, meine Damen und Herren. Wir müssen auch bedenken, mit welchen Härten Kontaktverbote und Ausgangsbeschränkungen verbunden sind. Für alle, aber in unterschiedlicher Ausprägung. Weil auch hier zeigen sich natürlich auch die sozialen Unterschiede sehr deutlich. Eine Ausgangsbeschränkung lässt sich im Einfamilienhaus mit Garten leichter ertragen als mit zwei kleinen Kindern in einer Stadtwohnung bei geschlossenen Spielplätzen. Und auch der Erfolg von Homeschooling hängt beim derzeitigen Stand der Digitalisierung der Schulen oft davon ab, ob Eltern zeitlich und inhaltlich in der Lage sind, zu helfen. Die sozialen Benachteiligungen im Bildungssystem können sich dadurch weiter verstärken. Auch das müssen wir auf dem Schirm haben. Wir dürfen die sozialen Folgen all dieser Maßnahmen nicht außer Acht lassen. Enge, Aggressionen, Konflikte und häusliche Gewalt nehmen zu. Nötig sind deshalb auch Schutzräume, vor allem für Mädchen und Frauen. Und auch soziale Isolation und Einsamkeit werden um sich greifen, wenn Millionen alleine lebende Menschen von Kontaktsperren betroffen sind, wenn Bewohner in Pflegeheimen ihre Angehörigen monatelang nicht sehen und Schwerstkranke keinen Besuch empfangen können. Und bei
all diesen notwendigen, diesen leider notwendigen Maßnahmen müssen wir uns natürlich auch fragen, wie sieht die Exit-Option aus? Ein Lockdown bis 2021, bis ein Impfstoff zur Verfügung steht, wäre für die Gesellschaft wohl kaum verkraftbar. Derzeit fahren wir auf Sicht. Und umso klarer ist, Grundrechtseinschränkungen müssen immer befristet sein. Sie müssen immer wieder begründet werden und demokratisch legitimiert bleiben. Und deshalb ist es so wichtig, dass die parlamentarische Kontrolle auf allen Ebenen gewährleistet bleibt und das hinterfragt werden muss, dass, ob eine Maßnahme notwendig ist und ob sie verhältnismäßig ist. Diese Krise darf nicht missbraucht werden, um etwa der flächendeckenden Überwachung von Telefondaten, der Vorratsdatenspeicherung oder anderen umstrittenen Überwachungsmaßnahmen den Weg zu bahnen. Das kritische Hinterfragen ist wichtig in der Demokratie, auch und gerade in einer derzeitigen Situation. Denn es besteht die Gefahr, dass Freiheiten und Rechte, die wir jetzt begründet eingeschränkt haben, später leichter angegriffen und infrage gestellt werden, nach dem Motto, damals 2020 ging es doch auch. Diese Einschnitte müssen vollständig wieder zurückgenommen werden. Sie dürfen sich nicht normalisieren, meine Damen und Herren. Zusammengefasst, wir fordern als Sofortmaßnahmen 5 Garantien. Eine Garantie für ein funktionierendes Gesundheitssystem, eine Garantie für gesicherte Beschäftigung, eine Garantie für soziale Absicherung, eine Garantie für einen handlungsfähigen Staat und eine Garantie für eine solidarische Flüchtlingspolitik. Wir wissen nicht, wann diese Krise überwunden sein wird und wie sie unsere Gesellschaft verändert, sozial, politisch und wirtschaftlich. Keiner weiß, wie hoch die Summen sein werden, die zur Bewältigung aufgewendet werden müssen. Im Laufe der Krise werden Unternehmen verstaatlicht werden müssen, um sie vor dem Kollaps zu bewahren, ob im Gesundheitsbereich oder Fluglinien oder andere. Das kann vielleicht auch eine Chance eröffnen, Wirtschaft anders zu organisieren. Denn gerade in der Not zeigt sich, gesellschaftliches Miteinander darf nicht bestimmt sein von Konkurrenz, von Ellbogen, von Egoismus und Wettbewerb, sondern von Solidarität, nicht nur in Krisenzeiten. Vieles wird sich grundlegend ändern, und wir haben in der Hand, dass unsere Gesellschaft und vielleicht sogar die Welt eine sozialere und eine gerechtere sein kann nach dieser Krise. Letzte Woche war Hölderlin 250. Geburtstag, und von ihm stammt der Satz, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Das Rettende, das sind die Menschen, die als Ärzte, Rettungssanitäter und Pflegekräfte Leben retten, die unter Hochdruck an einem Impfstoff forschen, die Hilfe für ihre Nachbarinnen und Nachbarn organisieren und die sich tagtäglich aufopfern, um die Versorgung und die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Und das sind auch die Menschen, die in dieser Situation den Angehörigen der Opfer der rassistischen Morde in Hanau beistehen. Weil wir dürfen diese trauernden Angehörigen den Kampf und den Kampf gegen den Rassismus auch jetzt nicht aus den Augen verlieren. Und insofern schließe ich mich an dem Dank für diese großartige Rede, Herr Landtagspräsident. Schließen möchte ich mit einem Dank an die Menschen, die in den kommunalen Verwaltungen, in den Ministerien, in den Behörden und in den Krisenstäben, die seit Wochen, jeden Tag und ich glaube auch oft bis tief in die Nacht arbeiten. Ihnen allen einen herzlichen Dank und Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Nächster Redner ist für die Fraktion der CDU, deren Fraktionsvorsitzender Michael Boddenberg. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Präsident, ich will eine Bemerkung vorwegschicken. Es ist jetzt von zwei Vorrednern oder ich glaube dreien angesprochen worden. Ich will zunächst Ihnen noch einmal, lieber Herr Präsident, lieber Boris Rhein, sehr, sehr herzlich danken für eine, wie ich finde, sehr beeindruckende Rede angesichts des Gedenkens an die Opfer von Volkmarsen und Hanau. Ja, die Corona-Pandemie überlagert zurzeit jede Berichterstattung. Wir haben gestern einmal in einer der vielen Telefonschalten über den Pressespiegel gesprochen. Und ich glaube, einer der Pressesprecher meinte, 95% der Artikel haben mit Corona zu tun.
und das sicherlich auch verständlicherweise. Aber es ist Ihnen, lieber Herr Präsident, heute gelungen, jedenfalls bei mir und ich denke bei vielen Kolleginnen und Kollegen, dafür zu sorgen, dass wir einen kurzen Moment auch noch einmal wieder daran gedacht haben, was in Hanau und in Volkmarsen passiert ist. Und Sie haben das deswegen in so beeindruckender Weise vermocht, weil Sie zum einen an die Opfer erinnert haben, an menschliche Schicksale und die Schicksale der Angehörigen, was mir wie anderen sicherlich sehr nahe gegangen ist, auf der anderen Seite aber auch sehr klar adressiert haben, wo denn Mitverantwortung liegt in dieser Gesellschaft, in den Parlamenten, in der Politik, dafür, dass wir eine Stimmung in unserem Land haben, dass Menschen sich aufgerufen fühlen, zu solch schrecklichen Taten zu schreiten. Auch dafür will ich Ihnen herzlich danken. Ja, es ist heute mehrfach davon gesprochen worden, dass wir natürlich erst seit relativ kurzer Zeit in einer Situation stecken, die ich jedenfalls, ich will das ausdrücklich einräumen, vor 3 oder 4 Wochen so nicht für möglich gehalten hätten. Auch wenn wir heute von einem Vertreter der AfD eigentlich die Botschaft gehört haben, wir haben das schon immer gewusst, weil wir mal irgendwann im Januar einen Antrag gestellt haben. Das mag sein, dass Sie glauben, dass man mit so billiger Politik heute hier irgendeinen Punkt sammeln kann. Ich glaube, mir geht es jedenfalls so wie der großen, breiten Mehrheit in unserer Gesellschaft und auch in der Politik, dass wir dieses Ausmaß dieser Pandemie jedenfalls ich vor 2 oder 3 Wochen so nicht erwartet haben. Und ich glaube, wir dürfen behaupten, dass wir damit auch im Einklang stehen, beispielsweise mit vielen Wissenschaftlern. Und es ist eben von Frau Wissler daran erinnert worden, dass wir vor wenigen Wochen noch, vor 2 Wochen, uns mit der Frage beschäftigt haben, finden denn weiter Fußballspiele mit 50, 60, 70.000 Zuschauern statt? Und schließen wir die Schulen oder schließen wir die Schulen nicht? Führende Virologen in unserem Land haben noch vor 10 oder 12, 13 Tagen unterschiedliche Auffassungen vertreten, ob man zu solch drastischen Maßnahmen würde schreiten müssen. Und wenn ich das heute sage, dann ist das bitte keine Rechtfertigung, sondern schlichtweg einerseits, ich glaube, ein Verweisen darauf, dass das alles sehr menschlich ist, was wir in diesen Tagen erleben. Auf der anderen Seite aber auch meine herzliche Bitte und mein Appell an alle Beteiligten, übrigens auch in den Medien, ist, dass wir uns beim Verteilen von Noten über einzelne Verhaltensweise auch in der Politik vielleicht ein bisschen zurückhalten, ohne damit Kritik einzustellen. Aber ich glaube, es ist sehr angemessen und sehr angebracht, dass wir etwas genauer hinschauen, bevor wir denn sagen, eigentlich kann man das alles viel besser oder hätte man es viel besser machen können, als das bis heute der Fall ist. Ich bin, und da bin ich sehr bei dem, was Matthias Wagner gesagt hat, froh, in einem Land zu leben, in dem es jedenfalls offensichtlich weitestgehend gelingt, mit dieser Situation angemessen umzugehen, ohne dass wir heute schon wissen, wie das Ganze ausgeht. Ich glaube, es ist auch Aufgabe eines Parlaments, so wie einer Regierung, besonnen mit diesen Herausforderungen umzugehen, konsequent mit diesen Herausforderungen umzugehen, aber auch dafür zu sorgen, dass Menschen nicht in Panik geraten, weil sie das Gefühl haben, die haben völlig die Kontrolle verloren. Das ist ganz sicher mitnichten der Fall. Und ich finde, das ist eine Botschaft, die auch heute aus dem Hessischen Landtag nach draußen dringen sollte. Kolleginnen und Kollegen, ja, wir müssen leider, wenn wir über die Infrastruktur, über die Vorsorgemaßnahmen in unserem Land, in Deutschland wie in Hessen, reden, auch darüber reden, wie es leider woanders offensichtlich deutlich problematischer ist. Und ich will ausdrücklich sagen, es ist heute über Italien gesprochen worden, wir könnten über Spanien reden, wir könnten über einige, eine ganze Reihe weiterer Länder, auch in der Europäischen Union, aber auch außerhalb reden. Ja, dass das vielleicht notwendig ist, dass wir schauen, was ist möglicherweise woanders anders, vielleicht sogar auch falsch gemacht worden, zu spät unternommen worden. Aber ich glaube, es gehört sich an einem heutigen Tag auch einmal darauf hinzuweisen, dass es schlichtweg, wenn ich nach Italien schaue, fehlt uns allen, aber auch mir das immer wieder ein, eben nicht nur kühle und kalte Statistiken sind, über die wir hier reden, sondern menschliche Schicksale in jedem einzelnen Fall. Und ich glaube, es ist angebracht, dass wir auch eine Großadresse und eine Solidaritätsadresse in Richtung derjenigen Regionen auf der Welt und in Europa senden, die es im Moment in besonderer Weise getroffen hat. Und auch das will ich noch einmal sehr deutlich sagen, wie man auf die Idee kommen kann, bei einer heutigen Debatte von Seiten der AfD sich darüber zu beklagen, dass einige Tonnen Hilfsgüter nach Wuhan, nach China gesandt worden sind.
ist zugegebenermaßen so, dass es mich nach wie vor sprachlos macht, wie man so unmenschlich, so egozentrisch und so widerlich mit einer solchen Debatte umgehen kann. Ja, und es ist heute zu Recht Dank gesagt worden in Richtung der Menschen, die im Gesundheitswesen oder in anderen Branchen, aber insbesondere im Gesundheitswesen arbeiten. Und ich will sagen, dass ich großen Respekt habe vor denjenigen, die aktuell gerade in diesen Tagen bereit sind, Menschen aus benachbarten Ländern, aus Frankreich, auf Italien aufzunehmen, um ihnen hier die Hilfe zukommen zu lassen, die sie zu Hause nicht mehr erfahren können. Ich finde, das ist ein Akt der Menschlichkeit, aber es ist ein Akt auch, dass wir zusammenstehen müssen, und das nicht nur innerhalb der eigenen Grenzen, sondern weit darüber hinaus. Ich freue mich über diese Bereitschaft und dieses Engagement, und ich weiß nicht, was man an solchen Dingen kritisieren kann. Ja, es ist heute mehrfach Danke gesagt worden, und ich will ausdrücklich, ich habe das eben ein wenig beobachtet, den Dank zurückgeben an die anderen Fraktionen. Ich glaube, wenn es in meiner Familie oder in meinem beruflichen, politischen Umfeld die Frage geben wird, irgendwann, was ist denn das Unwort des Jahres, wird das Unwort des Jahres Telefonkonferenz sein? Ich glaube, wir alle verbringen gerade Tage und Nächte damit, bis spät in die Abendstunden, dass wir den Betrieb am Laufen halten, ohne dass wir uns in Person begegnen. Das gilt für die Fraktionen, das gilt für den Krisenstab, das gilt für das Kabinett, das gilt für uns alle. Und insofern will ich auch einmal Danke sagen dafür, dass trotz dieser schwierigen Umstände es gelungen ist, dass wir die Anträge heute jedenfalls in wesentlichen Punkten gemeinsam verabreden konnten. Auch wir mussten erst einmal lernen, mit diesem völlig neuen Modus umzugehen, immer wieder bilateral zurückzufragen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht dabei zu haben, die sonst in den Gremiensitzungen mit dabei sind. Also, ich glaube, wir dürfen auch sagen, das ist bisher ganz gut gelungen. Und das Dankeschön gilt eben nicht nur, weil wir und dass wir das bis heute hinbekommen haben im Ergebnis, sondern dass auch alle bereit waren, hin und wieder mal ein bisschen eine 5 Grad zu lassen, auch wenn die Information beispielsweise der Landesregierung mal eine Stunde später kam, als die Oppositionsfraktionsvorsitzenden es vielleicht gewünscht hätten. Ich würde es ausdrücklich sagen, Frau Kollegin Faeser, aber ich glaube, den guten Willen auch der Landesregierung, allen voran des Ministerpräsidenten, wird ihm niemand und der Landesregierung absprechen. Deswegen danke für das Verständnis, aber auch danke für die wirklich tolle Zusammenarbeit in den letzten Tagen. Ja, und weil ich bei der Landesregierung bin, und das sehen Sie mir nach, ich glaube, das würde ich auch übers Herz bringen, wenn die Landesregierung eine andere Farbschattierung hätte, als sie zurzeit hat, mit Christdemokraten und Grünen, Kabinettskolleginnen und Kollegen, will ich einfach auch einmal Danke sagen an diejenigen, ja, die ihren Job machen, auch selbstverständlich ihren Job machen, als Ministerinnen und Minister und als Staatssekretäre in dieser Regierung und auch als Ministerpräsident. Aber was diejenigen, die näher dran sind, in den letzten Tagen, Wochen beobachten konnten und können, ist schon teilweise fast ein bisschen unmenschlich. Und ich will niemanden herausgreifen, aber ich will schon sagen, dass viele der Entscheidungen, die gerade getroffen werden, und wir reden heute ja über den Haushalt, den Nachtragshaushalt, da geht es um Geld und über die Folgen all dessen, was wir heute hier verabschieden, werden wir sicherlich noch häufig zu reden haben. Aber es geht im wahrsten Sinne des Wortes auch bei vielen Entscheidungen dieser Landesregierung, auch natürlich der Bundesregierung und anderer Landesregierungen, schlichtweg um etwas sehr, sehr Grundsätzliches, nämlich um Leben und Tod, wie es manche genannt haben, zu Recht genannt haben. Und dass dann mit Entscheidungen häufig auch eine gewisse Anspannung und vielleicht auch mal eine schlaflose Nacht verbunden ist, das will ich ausdrücklich erwähnen und darauf hinweisen. Ich finde, es ist wirklich außergewöhnlich, was gerade in diesen letzten Tagen geleistet worden ist. Und ich will durchaus, wenn das einverstanden ist, vor allen Dingen auch einmal dem Ministerpräsidenten danken. Lieber Volker Bouffier, wir beide haben wir vor ein paar Tagen mal festgestellt, gehören vielleicht in gewisser Hinsicht aufgrund der Vorerkrankungen und auch unseres Alters zu den Risikogruppen dieser Gesellschaft. Umso mehr würde ich sagen, es ist beeindruckend, wie der Ministerpräsident gemeinsam mit den Kollegen im Kabinett in dieser Krise, mit dieser Krise umgeht. Auch dafür will ich mal ein herzliches Dankeschön sagen. Ja, wir werden über die Folgen dessen, was wir hier heute beschließen und in nächsten Landtagsplenarsitzungen beschließen, sicherlich
viele, viele Jahre zu reden haben. In den Tilgungsplänen, die uns die Gesetzgebung und die Verfassung vorschreibt für den Fall, dass wir Kredite aufnehmen, sind gewaltige Summen verzeichnet. Und heute wirken die vielleicht noch ein bisschen abstrakt, aber irgendwann werden diese gewaltigen Summen tatsächlich auch in irgendeiner Form wieder zurückgezahlt oder konsolidiert werden müssen in den Haushalten. Und Frau Wissler, wissen Sie, Sie haben natürlich heute zu Recht aus Ihrer Sicht eine Reihe von Punkten angesprochen, über die wir werden reden müssen. Völlig d'accord. Ich glaube, auch in den Reihen der Christdemokraten und anderer Parteien gibt es in diesen Tagen auch viel Nachdenklichkeit über die Welt, wie sie so ist, über Fragen der Globalisierung. Muss es sein, dass Atemschutzmasken aus China kommen? Ja, ich gebe zu, dass ich das vor zwei Wochen nicht wusste, dass das so ist. Ich vermute, ich bin da im Einklang mit allen hier im Raum. Aber wenn es so ist, dass wir jetzt erfahren, dass das problematisch sein kann in einer solchen Krise, wird man über dies und viele andere Dinge reden müssen. Aber ich will auch sehr deutlich sagen, nach Ihrer Rede, also ein Systemwechsel dessen, was wir in unserem Land haben, will ich nicht. Und ich nenne jetzt keine Namen, aber während Sie gesprochen haben, hat mir eben jemand, und ich will bitte nicht allzu polemisch werden, aber ich muss es einfach loswerden, hat mir eben jemand, einer meiner Kollegen, eine SMS geschickt, er hätte vorgestern ein paar Bilder aus Krankenhäusern in Venezuela erlebt. Sie haben die Ökonomisierung unseres Gesundheitswesens kritisiert. Das darf man machen. Aber das, was Sie in Summe sagen, ist eine völlig andere Welt, eine völlig andere Gesellschaft, eine völlig andere Volkswirtschaft, als sie unsere Verfassung und ich jedenfalls mit voller Überzeugung und vollem Herzen haben möchte. Ihre Welt ist dann eine andere als die, die ich mir vorstelle. Ich sage noch einmal, ja, wir können über vieles reden. Und wir müssen über vieles reden. Ja, wir müssen über Kostendämpfung im Gesundheitswesen reden. Ja, wir müssen auch darüber reden, werden wir das ein oder andere noch einmal wieder neu denken aus den Dingen der letzten ein, zwei Jahre im Bereich der Krankenhauslandschaft, um einen Punkt konkret aufzunehmen. Aber ich will schon sagen, in Summe meine ich, dass wir gut aufgestellt sind. Was aber nicht heißt, ich wiederhole das, dass es nicht Dinge gibt, über die wir in der Korrektur auch gerne reden können. Und dass wir das schaffen, ökonomisch auch schaffen, was wir uns heute vornehmen, ich gucke den Finanzminister an, ja, das wird eine irre Herausforderung werden. Und wir wissen heute noch nicht, wie Steuereinnahmen sich in Hessen entwickeln werden, im Bund entwickeln werden, neben dem, was wir jetzt in die öffentlichen Haushalte an Mitteln einstellen, um schnell zu helfen. Aber wir wissen, dass es gewaltig sein wird, was wir eines Tages werden wieder reparieren müssen. Trotzdem will ich auch mal vielleicht ein paar Dinge so ein bisschen relativieren, und das tue ich jedenfalls aus der Ferne, auch in Telefonaten im Freundeskreis, die fragen, wie soll denn das alles werden, wenn wir möglicherweise jetzt in Hessen in diesem Jahr 5-6 Milliarden mehr ausgeben müssen bzw. Steuerausfälle haben, als wir das bisher gedacht haben. Ich sage, ja, das sind gewaltige Summen, aber wenn ich mir die Wirtschaftskraft unseres Landes anschaue, mit 300 Millionen Jahresumsatz in Hessen, mit 300 Milliarden Umsatz in Hessen, mit 3.500 Milliarden Umsatz in der Bundesrepublik Deutschland, dann nenne ich diese Zahlen einfach nur mal deswegen, um zu sagen, ja, in der Relation reden wir dann auch, ich finde, über bewältigbare Größenordnungen noch einmal, auch wenn sie uns über Jahre in der Konsolidierung beschäftigen werden. Und insofern ist das aus meiner Sicht, was wir heute vorhaben, vertretbar. Wir reden über 250.000 Unternehmen in Hessen, von denen wahrscheinlich viele in den nächsten Tagen erwarten, dass wir ihnen helfen. Ich bin der Wirtschaft dankbar, den Kammern dankbar, dass es gestern Abend in einer weiteren Telefonschalte zwischen dem Wirtschaftsminister, dem Finanzminister, mit den Kammern, mit den Regierungspräsidien verabredet worden, dass sie sich bereit erklären, das zu administrieren. Das ist ziemlich viel Arbeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch der Behörden und der Kammern, also der Wirtschaft. Aber auch dort bin ich sicher, dass wir das schaffen werden. Und, liebe Frau Kollegin Faeser, ich habe eingangs kurz von unseren vielen Telefonschalten und Runden gesprochen. Sie haben völlig zu Recht immer darauf hingewiesen, und da sind wir völlig im Einklang, dass wir vor allen Dingen jetzt mal erst den kleinen Unternehmen auch mit liquiden Mitteln helfen müssen. Das machen wir.
Aber wir dürfen natürlich auch nicht aus den Augen verlieren, dass wir eine ganze Reihe von großen Unternehmen gerade in Hessen haben, die vor enormen Schwierigkeiten stehen. Die Lufthansa ist heute noch nicht besprochen worden. Die Lufthansa ist größter Arbeitgeber des Bundeslandes Hessens mit einem Umsatzverlust von 95%, einer unvorstellbaren Entwicklung. Auch das hat sich, glaube ich, noch nie jemand vorstellen können. Wir haben gerade und waren gerade ganz froh, dass wir mit Condor eine Lösung gefunden haben. Auch dort wird man schauen und sehen müssen, wie das am Ende des Tages ausgeht. Also es sind nicht nur die Kleinen, die Einzelunternehmer und die kleinen Unternehmen und die Beschäftigten dort, die Sorgen haben, sondern auch viele Beschäftigte in den großen Unternehmen, die schlichtweg Angst davor haben, dass sie demnächst ihren Arbeitsplatz verlieren. Auch an die wollte ich zumindest erinnert haben und ihnen allen zurufen, ja, die Politik ist handlungsfähig. Wir werden das heute mit breiter Mehrheit, da bin ich überzeugt, im Hessischen Landtag unterstreichen. Das ist auch nicht die letzte Diskussion um all diese Fragen. Es ist eigentlich eher ein Auftakt zu vielen Dingen, über die wir zu reden haben am heutigen Tag. Aber es stimmt mich zuversichtlich, dass es jedenfalls den Eindruck hat, bisher nach den Redebeiträgen, dass die weiten Teile oder der größte Teil im Hessischen Landtag die Regierungsarbeit und Ideen unterstützt. Und das will ich zum Schluss sagen, stimmt mich sehr, sehr hoffnungsfroh. Wer sich in diesen Tagen schon mit dem beschäftigt, wie es denn demnächst sein wird, dem empfehle ich, ich glaube, einen Ausdruck eines Beitrages von Matthias Horks, einem der renommiertesten Zukunftsforscher der Bundesrepublik, der mich jedenfalls mit diesem Artikel sehr beeindruckt, indem er mal das Szenario schreibt und vermutet, wie es denn so im Herbst oder gegen Jahresende beim Blick zurück sein wird. Und das haben, was er schreibt, eigentlich heute auch eine ganze Reihe von Kollegen festgestellt und gesagt, ja, die Welt wird sicherlich eine andere sein. Und vielleicht haben wir auch noch die Chance, neben der Krisenbewältigung darüber zu reden, dass wir aus dieser Krise das eine oder andere lernen und aus dem ein oder anderen Lernen am Ende auch Dinge entwickeln, die diese Welt vielleicht nach dieser Krise ein bisschen lebenswerter gestalten, als sie heute in Teilen ist. Das wäre meine Hoffnung. Und ich bin guter Dinge, dass das heute, ich wiederhole das, ein guter Auftakt mit dieser Debatte im Hessischen Landtag war. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, lieber Herr Kollege Boddenberg. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen und kann insoweit feststellen, dass der Hessische Landtag eine Erklärung des hessischen Ministerpräsidenten entgegengenommen und besprochen hat. Wir sind am Ende der Aussprache angelangt. Ich schließe damit Tagesordnungspunkt 2.